Teil der dort angebotenen Produkte und Dienstleistungen bis zu einem Viertel mehr auszugeben, als das, was sie heute schon ausgeben. Und das sind immerhin 900 Euro pro Person im Durchschnitt in unserem Land. Schließlich gibt es auch noch einen dritten Teilmarkt des Gesundheitssystems, der noch nicht annähernd ausgeschöpft ist, nämlich den Export. Die Außenhandelsüberschüsse der Gesundheitswirtschaft machen nur 5,4% des deutschen Handelsbilanzüberschusses aus, bei 10% Anteil des Gesundheitssektors an unserer Inlandswirtschaft. Der Export stützt sich heute dabei zu 3/4 auf die Pharmaindustrie und die Medizintechnik. Die großen Wachstumsfelder liegen aber in den Dienstleistungen, für die zum Beispiel sich die entwickelnde Welt hohe Summen im Ausbau ihrer Gesundheitsvorsorge leisten muss, einen Riesenbedarf an modernem Krankenhausmanagement hat und an Unterstützung beim Ausbau staatlicher Gesundheitssysteme einen großen Bedarf aufweist, um da einige Potenziale zu nennen. Aber natürlich, meine Damen und Herren, gehört zum Export von Gesundheitsleistungen auch der Import von Patienten. Und der macht heute gerade einmal 70.000 Patienten, also etwa 0,5% aller Patienten in Deutschland aus. Ein riesiges Nachfragepotenzial, nicht nur bei wohlhabenden Patientenschichten aus den arabischen Ländern oder in Russland, die Sie alle kennen, sondern auch angesichts der wachsenden Freizügigkeit innerhalb der Europäischen Union.